Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Leider hat euch ja die Lanz-Vorführung, die ich heute Morgen oder beziehungsweise heute Mittag euch gezeigt habe von Ricarda Lang, wo sie richtig reingeschissen hat und im Prinzip eine komplette Blamage gezeigt hat, nicht so interessiert. Aber wie gut, dass die Grünen im Bundestag heute auch noch ihren besten Mann Robert Habeck, den Realitätsverweigerer vor dem Herrn, nach vorne geschickt haben. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da und wir springen direkt ins Video. Diese Frage stellt aus der AfD-Fraktion Enrico Komning. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch meine Frage geht an den Wirtschaftsminister. Herr Habeck, die erhartete soziale Marktwirtschaft ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell. Seitdem Sie in der Verantwortung sind, erleben wir in Deutschland Niedergang, Untergang und Verarmung. Wir sind auf Platz 22 im Standortranking, Platz 21 in der PISA-Studie. Das BIP ist 2023 um nochmal minus 0,3 gefallen. Sie gängeln, überwachen die Bürger und die Unternehmen. Bestenfalls ins Ausland, meistens in die Pleite und Deutschland in die Staatswirtschaft. Die Bauern, mein Vorredner hat es gerade gesagt, und die Unternehmer haben Ihnen in den letzten Tagen auf der Straße die rote Karte gezeigt. Offensichtlich scheren Sie sich nicht darum, denn Sie haben in Davos auf Ihrem glücklicherweise wenig beachteten Panel der unternehmerischen Freiheit eine Absage erteilt, indem Sie wörtlich sagten, damit ist es vorbei. Herr Beck, warum wollen Sie die bewährte soziale Marktwirtschaft in Deutschland und damit den gesellschaftlichen Frieden und Wohlstand gegen die Wand fahren? Vielen Dank für die Frage, auch wenn sie auf einem Bündel an Uninformiertheit und Desinformation beruht. Sie waren ja offensichtlich nicht auf dem Panel. Gesagt habe ich meiner Erinnerung nach, und das habe ich mehrfach gesagt, und das ist ja auch richtig, dass die Globalisierung, wie wir sie die letzten Jahre gelebt haben und gerade Deutschland gelebt hat als Exportnation, vor neue Herausforderungen steht. Das sehen wir all überall. Local Content Rules beim Inflation Reduction Act, alleine der Inflation Reduction Act mit der massiven Subvention der amerikanischen Wirtschaft, das Agieren von China, das Agieren von den Ihnen ja so wohlgesonnenen und von Ihnen so lieb gehabten Russland, zerstört das, was wir geglaubt haben, was die Marktwirtschaft global ausmacht, nämlich freien Warenverkehr. Und darauf muss eine europäische Wirtschaft antworten. Und das tun wir mit Resilienzkriterien, mit dem Aufbau von eigenen Produktionslinien, mit der Überprüfung von Wirtschaftssicherheit in den verschiedenen Investitionen hier im Land. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das nicht zur Kenntnis nehmen, verhökern Sie die Substanz des Landes an nicht freundliche Mächte. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Tja, Herr Habeck, ich war tatsächlich nicht in Davos, habe aber die Welt heute gelesen, deren Lektüre ich Ihnen dann empfehle, denn dort stehen Ihre wörtlichen Aussagen auch zur Freiheit des Wettbewerbs drinne. Sie sagten tatsächlich wörtlich, damit ist es vorbei. Wenn Sie Europa im globalen Wettbewerbskampf ansprechen, dann muss ich Sie fragen oder sagen, Europa ist natürlich sehr wichtig, aber ein wettbewerbsfähiges Deutschland innerhalb Europas ist natürlich umso wichtiger. Glauben Sie nicht, dass ein wettbewerbsfähiges Deutschland innerhalb Europa im Kampf gegen die Wirtschaftsmächte USA und China wichtig ist? Noch einmal, das kann ja, glaube ich, kein mentales Problem sein, sondern es scheint ein politisches zu sein. Ja, ich habe gesagt, damit ist es vorbei mit dem naiven Glauben, dass Angebot und Nachfrage völlig frei von politischen Interessen, Energie wird nicht als Waffe eingesetzt, alle sind freundlich zueinander, dass das die Haltung ist, mit der wir auf die Weltlage gucken sollten. Das ist auch meine Überzeugung und es ist entweder naiv oder etwas anderes, wenn Sie diese Überzeugung nicht teilen. Machen Sie die Augen auf und seien Sie nicht mit der rosaroten Brille immer nur nach Osten, auf Putin guckend. So, in der Sache selbst, selbstverständlich, Europa braucht eine starke deutsche Wirtschaft und deswegen unternimmt die Bundesregierung alles und die Breite des Hauses ja auch, um das zu gewährleisten, beginnend von der Energiesicherheit, ich habe es ja gesagt. In Windeseile haben wir das getan, was uns niemand zugetraut hätte. Achten Sie auf die Zeit, bitte. Die Energieversorgung gesichert. Wir unterstützen die deutsche Wirtschaft bei der Transformation. Wir siedeln Unternehmen hier an mit hohen Summen, um Deutschland in Europa, damit aber auch Europa zu stärken und zu schützen. Der erschreckend wichtigste Satz am Ende. Wir siedeln Unternehmen hier an unter hohen Summen oder mit hohen Summen. Ja, es wäre doch vielleicht sinnvoller für Deutschland und die Wirtschaft und die Politik,
wenn die Unternehmen freiwillig nach Deutschland kommen, weil Deutschland der beste Standort für ihre wirtschaftliche Zukunft ist und nicht, weil man ihnen Milliarden oder Millionen zuschustert. Und sobald dieses Geld weg ist, gehen die Unternehmen wieder in ein Land, wo es für sie deutlich attraktiver ist. Das kann doch nicht Ziel und Zweck einer guten Wirtschaftspolitik sein. Und hier zeigt Robert Habeck einmal wieder, was passiert, wenn man Grüne irgendwas Wirtschaftliches machen lässt. Sie haben kein Wirtschaftsverständnis. Und das ist sehr, sehr traurig. Und viel schlimmer ist noch, ich finde es erschreckend, dass so ein lieber Herr Wirtschaftsminister ist und die Weichen für die Unternehmen in Deutschland stellen soll. Ich kann jeden verstehen, der in Deutschland ein Unternehmen aufgebaut hat und Angst hat um seine Zukunft. Mein bestes Beispiel sieht man ja bei den Bauern. Aber es wird halt nichts gemacht und es gibt immer noch so viele Leute, die denken, dass die Grünen der Heilsbringer sind, dass die Grünen ein grünes Wirtschaftswunder formieren. In diesem Artikel, beziehungsweise in dem Beitrag jetzt, wurde so viel erzählt, was die Grünen schlecht gemacht haben, was Herr Habeck einfach so wegwischt mit Diffamierung von dem lieben Herren von der AfD. Das ist keine gute Politik und das ist kein gutes Verhalten. Man sollte sich inhaltlich mit Leuten auseinandersetzen, aber die Grünen halten schon lange nichts mehr von Inhaltlichem, weil sie machen ihre Ideologie, sie machen das, was sie für wunderbar und richtig halten und alle anderen sind dumm, verbohrt, nicht auf dem neuesten Stand, mit Fehlinformationen gefüttert. Ja, das könnt ihr euch wild aussuchen. Wir sind in einer Rezession und Sie, Herr Habeck, haben es mit zu verantworten. Wir haben die Solarindustrie schon mal komplett vor die Wand gefahren, weil wir sie mit Subventionierungen schön nach oben gefördert haben. Dann haben die Unternehmen sich nicht weiterentwickeln müssen und sind dann krachend gescheitert, als sie auf einmal auf den wirklichen, echten Markt getroffen sind, der deutlich weiter war als sie selber, weil er sich halt nicht ausruhen konnte auf Subventionen und einem, naja, grün gepuderten oder zu diesem Zeitpunkt, ich glaube es war die GroKo, die scheinbar auch kein gutes Wirtschaftsverständnis hat. Es ist traurig, dass solche Leute in der Politik sitzen. Aber wie hat Ricarda Lang schon heute Morgen uns allen mitgeteilt? Denn am Ende, glaube ich, müssen schon wir Grüne klar machen, wir machen Politik halt nicht, weil wir Dinge gut wissen und auch nicht, weil wir sie besser wissen. Ja. Es ist wirklich sehr traurig, sich so etwas anzuhören. Und es zeigt, wie die Grünen drauf sind. Traurig, aber so ist es. Und damit musst du und ich leider klarkommen. Wenn du unzufrieden bist mit der aktuellen Situation und gerne möchtest, dass sich was ändert, ich glaube, da musst du noch ein bisschen warten, bis die nächsten Wahlen kommen. Ich glaube nicht, dass es Neuwahlen geben wird. Das ist leider sehr traurig, aber es ist, glaube ich, die Realität. Aber vielleicht kann man ja in den nächsten Landtagswahlen ein paar Weichen stellen, die vielleicht eine vernünftigere Politik forcieren. Solltest du mehr Leute informieren möchten, dann teile jetzt meine Videos. Solltest du noch kein Abonnent auf meinem Kanal sein, abonniere jetzt den Kanal, damit du auch kein zukünftiges Video mehr verpasst, beispielsweise von grünen Realitätsverweigerern.